Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1904 der Schalke Talk. Ihr merkt schon, wir sind heute sehr viel besser gelaunt als sonst, denn endlich können wir wieder über einen Schalke-Sieg reden. Wir, das ist der großartige Funke Sport Schalke-Reporter Andi Ernst. Glück auf. Und mein Kollege aus der Watzgelsenkirchen, Matthias Heselmann. Hallo. Ich bin Sinan Schad und 1904 starten jetzt. Andi, eine Wahnsinnsstimmung gestern, 90 Minuten lang, von der ersten bis zur letzten Minute. Und als der Abpfiff ertönte, du hast es selber so geschrieben, der Jubel, als der Aufstieg klar stand, war nicht sehr viel lauter. Also da ist eine Riesenlast von Schalke gefallen. Ja, genauso habe ich das auch empfunden. Und wenn du allein die Voraussetzungen vor dem Spiel, weil Thomas Reis hat es ja auch gesagt, jeder kann die Tabelle lesen. Nicht nur er und die Spieler, sondern auch alle Schalke-Fans. Und davon gibt es ein paar Millionen. Du hast gesehen, der Tabellen-17. Hat gewonnen, ja. Der Tabellen-16. Hat gewonnen, der Tabellen-15. Hat gewonnen. Das heißt, hätte Schalke dieses Spiel verloren, und es kommen jetzt Bayern, München und Frankfurt und Leipzig, ja, dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass du schon nach 17 Spieltagen abgeschlagen letzter bist und dann kannst du dich eigentlich direkt schon auf die zweite Liga einstellen. Deswegen lag so ein Druck auf dieser Mannschaft. Und was du angesprochen hast, fand ich wirklich bezeichnend, dass nicht nur die Spieler, die da auf dem Platz standen, die 11, sondern auch die 58.000 waren im Stadion, also werden es 57.200 Schalker gewesen sein, dass auch die alles aus sich rausgeholt haben. Wir sitzen ja recht zentral auf der Haupttribüne und du konntest halt nicht nur aus unserer Sicht von links was hören, von der Nordkurve, sondern wirklich durchs Rund. Das passiert auch nicht oft, unter anderem beim Aufstieg war es natürlich so, da stand es 3-2 gegen St. Pauli und alle haben ähnlich dem Schlusspfiff entgegengefiebert, aber dieses Spiel hatte wirklich Endspielcharakter und deshalb ist wirklich ein Stein von allen Herzen gefallen. Und wenn du wir waren nachher in der Mixzone, wenn du gesehen hast, wie die Spieler da wie geprügelte Hunde durch, ne? Simon Terodde, Nase blutig und Knie dick bandagiert und so, ne? Aber es hat halt ganz Schalke alles dafür getan, dieses Spiel zu gewinnen. Und das war wirklich sehr beachtlich. Ja, die Zeichen eines harten Fights, die waren unübersehbar. Aber es war auch ein harter Fight. Und es war ein verdammt starker Fight der Schalker Mannschaft. Unverkennbar, Thomas Reis, dessen Handschrift ist unverkennbar, meiner Meinung nach. Ich bin eigentlich eher immer skeptisch zu sagen, so innerhalb von 1-2 Wochen schafft es ein Trainer, so eine Mannschaft irgendwie auf links zu drehen. Und vorher hat der Trainer alles falsch gemacht. Aber offen gestanden, Status quo im Moment jetzt nach dem Bremen-Spiel und dem Spiel gegen Mainz gestern Abend, bin ich der Meinung, Kramer hat offenbar doch vieles falsch gemacht. Du hast ja vorhin sogar gesagt, ein bisschen gegrummelt, warum hast du nicht schon im Sommer geholt? Ja gut, das haben wir jetzt sehr lange diskutiert. Im Sommer gab es ja noch einen anderen Verein, der da ein kleines Veto eingelegt hat. Und jetzt ist Thomas Reis verfügbar und er hat gestern schon versucht, weil er natürlich mitkriegt, dass solche Argumente kommen, Frank Kramer so ein bisschen zu schützen, das ehrt ihn auch. Er hat gesagt, ich kenne den Frank, ich schätze ihn auch und wir reden auch häufiger. Und er hat sicherlich alles das, was er gesehen hat, auch versucht umzusetzen. Der hat auch alles gegeben und deswegen findet er das, glaube ich, ein bisschen unfair. Aber was natürlich klar ist, er hat für eine neue Atmosphäre in der Kabine gesorgt. Er hat natürlich eine ganz andere Ansprache. Das merkt man in der Mannschaft, aber das merken ja auch die Fans. Viele Fans schauen Pressekonferenzen zum Beispiel, schauen die Interviews und sehen, da tritt einer ganz anders auf. Das ist halt einer aus dem Pott, ne? Und der tritt halt anders auf als Frank Kramer, ein bisschen euphorischer am Spielfeld dran, steht er dann auch nicht ganz so wie Steffen Baumgart, aber fast schon so. Da kommt auch nochmal ein ganz anderer Impuls und man darf auch nicht vergessen, auch die Spielweise hat sich geändert. Das ist nicht nur Bruderschlag der Ball lang, sondern das ist wirklich, da sind Kombinationen zu erkennen. Da wird auch mal flach gespielt. Es ist nicht so dieses im Zentrum, das Zentrum spielt halt keine Rolle, weil du plästerst den mal sowieso nur am Zentrum vorbei und klatschen und zweiter Ball, sondern da wird auch flach durch die Mitte kombiniert. Ich habe das nach dem Bremen-Spiel schon mal angesprochen. Jetzt guck dir das erste Tor an. Alex Kral, über den wir gleich noch sprechen, geht durch die Mitte, spielt einen wunderbaren Pass auf Terodde, flach. Terodde nimmt den Ball mit der Hacke mit und versenkt den, wie Terodde in der zweiten Liga alle versenkt hat, alle Bälle. Ne? Dann gibt es weitere Chancen, wo sich Spieler mit Doppelpass durchkombinieren. Da war wieder Kral beteiligt. Doppelpass mit Bülter, geht allein aufs Tor zu. Das sah wirklich nach Fußball aus. Das habe ich auch in den sozialen Netzwerken und auch von den Schalkern, die ich kenne, auch gehört. So, Andi, was hat der gemacht? Die spielen Fußball und so. Ne? Weil er ihnen Mut mitgibt. Ich habe das Gefühl, dass es Frank Kramer nicht geschafft hat, den Spielern wirklich diesen Offensivmut mitzugeben.
Ich habe das Gefühl, dass Frank Kramer nur gesagt hat, pass auf, wir stellen uns erstmal hinten rein, ne? Viel laufen, viel Laufarbeit, alle Spieler hinter den Ball kriegen und nach vorne setzen wir da mal 2, 3 Nadelstiche, weil ich weiß nicht, ob wir das passende Personal haben. So habe ich das Gefühl, dass so sah auch der Fußball aus, ja, meiner Meinung nach. Und Frank Kramer sagt, hey, wir haben gute Spieler, wir haben Kral, Thomas Reis, Entschuldigung, ja, wir haben Kral, wir haben Moyer. Wir können auch über außen mal nach vorne. Was spricht dagegen, mal über außen nach vorne zu kommen? Was spricht dagegen, mal flach zu spielen? Und er übt im Training auch vorwärts verteidigen. Das sagen die Spieler auch, dass sie es vorher nicht ganz so gemacht haben. Und das sieht man schon nach 2 Wochen auf dem Feld. Und da sieht man die Mannschaft, über die wir hier an dieser Stelle auch gesagt haben, der Mannschaft fehlt die Bundesliga-Tauglichkeit. Also wie oft haben wir darüber gesprochen, die hat es offenbar doch drauf und ist doch fähig mitzuhalten, weil Mainz ist keine schlechte Mannschaft. Es ist ja auch interessant zu sehen, dass einzelne Spieler, über die wir auch vor ein paar Wochen noch genau das gesagt haben, ne? Dass die eben die Bundesliga-Tauglichkeit vermissen lassen, dass die jetzt unter Reis aufblühen. Also für mich ein gutes Beispiel, Henning Matriciani, ja. Matriciani. Ja. Von dem habe ich ehrlich gesagt bislang noch nicht so furchtbar viel gehalten. Guter Zweitligamann, aber mehr nicht. Der hat gestern für mich ein Bombenspiel gemacht. Absolut. Ja, definitiv. Allein die Szene in der 5. Minute der Nachspielzeit. Die Stimmung haben wir gerade angesprochen. Ganz Schalke gekocht. Ich glaube, keinen hielt es auf den Sitzen. Alle waren nass geschwitzt. Und dann führt Matriciani am, glaube ich, eigenen Grundlinie einen Zweikampf gegen einen gestandenen Bundesliga-Stürmer und kocht den erstmal ab. Das war schon richtig stark. Das hat damit zu tun, dass er natürlich auf einer Position spielt, die ihm etwas mehr liegt. In der Anfangsphase hat er rechter Außenverteidiger gespielt. Das ist nicht seine Stammposition. Und er hat halt kaum Offensivqualitäten, hat sich häufig eindrehen lassen, hatte gute Gegenspieler, das muss man auch mal sagen. Und da sah er eben nicht ganz so gut aus. Und jetzt, qua Personalnot, weil einfach kein Innenverteidiger mehr da ist. Thomas Reich sagte gestern zu uns, das soll jetzt nicht despektierlich klingen oder so, aber schlicht, wir haben einfach keinen anderen. Deswegen spielt Henning die Position, deswegen muss er quasi diese Position spielen, aber er macht im Moment ganz, ganz viel daraus. Und je besser du spielst, je besser die Atmosphäre ist, je weniger Pfiffe du bekommst, desto besser wirst du auch. Und das führt dann dazu, dass er im Moment wirklich überzeugt, auch weil sein Nebenmann Yoshida auch etwas stabiler ist. Genau, das steht, also er hat in den ersten 6, 7 Spielen hat er ganz oft immer falsch gestanden. Ne? Also er stand ständig irgendwie einen halben Meter daneben oder noch mehr. Und jetzt holt er sich fast jeden Kopf mal, ne? Und steht fast immer richtig. Ja, Thomas Reis hat auch gesagt, wenn wir schon langsamer sind als die anderen, ne, weil er sieht natürlich auch das Geschwindigkeitsdefizit. Ja. Er war in Bochum verwöhnt, weil Bochum ja die schnellsten Spieler der Liga hatte. Er sagte, wenn du schon langsam bist, kannst du es ausgleichen, wenn du im richtigen Moment losläufst. Und das war auch ein Schwerpunkt in den ersten Tagen, dieses zu gucken, wo musst du stehen und wo musst du stehen, um rechtzeitig loszulaufen, um vielleicht noch den Ball im Stellungsspiel zu kriegen. Jetzt könnte man denken, Yoshida ist 34, Japans Kapitän. Der weiß das selber, aber offenbar tut ihm das auch gut, weil so gut wie gestern habe ich Yoshida jetzt auch nicht gesehen. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, aber das ist doch eigentlich Trainergrundwissen. Das lernt man doch auf der Trainerschule in der zweiten Woche. Hat Frank Kramer das nicht erkannt? Oder? Ohne jetzt nachtreten also zu wollen. Ihr macht ja nichts anderes. Also, muss ja sagen. Also ich weiß, dass viele Schalker das machen. Ich würde auch sagen, Frank Kramer hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Er hat diesen Kader möglicherweise etwas falsch eingeschätzt. Das kann man schon sagen. Er hat manche Spieler vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Also Florent Moyer, Spielmacher, saß die ganze Zeit bei ihm auf der Tribüne. Er hat verwiesen. Auch Salazar ist lange draußen. Salazar ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil er halt verletzt ist und nicht spielt. Aber Moyer kann man jetzt gut aufgreifen. Er hat nicht gespielt, weil er gesagt hat, neuer Spieler, Integration fällt schwer, der kann die Sprache nicht und so, ne? Aber die Sprache des Fußballs ist offenbar international und ein kleiner Kniff wie ein Dolmetscher und dass die Deutschstunden, die er bekommt, das weiß ich, 2-mal die Woche stattfinden, nicht einmal, das reicht halt schon. Ne? Und du siehst, er blüht auch auf. Gestern musste er zur Halbzeit raus, aber nur, weil er schon die gelbe Karte gesehen hatte. Das ist halt ein sehr gutes Beispiel. Oder halt Alex Kral zu vertrauen. Ne? Also mein Man of the Match, wir haben gerade diskutiert, also dein Man of the Match ist ein anderer, aber meiner, der hat in Bremen schon super gespielt und gestern nicht nur in der Frisur liegt. Also ich würde sagen, Alex Kral ist für mich immer Man of the Match. Aber Zweikampfstärke, er hat das Tor sensationell vorbereitet, er hat sich selber eine Chance erarbeitet, er war präsent auf dem ganzen Platz, da hat man schon gesehen, dass der internationale Erfahrung hat und da fragt man sich auch, also warum haben Moyer und Kral vorher einfach keine Rolle gespielt?
Eine Frage, die wir nicht beantworten können und müssen. Aber dein Man of the Match hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Weil Marius Bülter. Also ich muss zugeben, ich gebe ganz offen zu, ich bin großer Marius Bülter-Fan. Für mich ist der Mann eine Maschine, was er an Kilometern frisst. Und ich glaube, es war die 88. oder so. Du hast ihn angesehen, also bis auf die Tribüne angesehen, dass ihm jeder Schritt wehtut. Und dann geht er, angefeuert vom Publikum, und läuft links außen und holt sich den Ball noch und grätscht da jedes Ding vorne ab, um ganz vorne halt schon zu pressen und meins gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Haut aber allein aufs Tor zu laufen, den Ball einfach. Ja, also bis dahin macht er eigentlich alles richtig. Ne? Er legt sich den Mainzer Torwart hin, geht rechts ran vorbei und dann fehlt ihm nochmal dieses Spiel. Wenn das Ding 1-1 ausgegangen wäre, wäre aber bitter gewesen. Das wäre sehr bitter gewesen. Natürlich eigentlich rein. Der muss rein und das Ding, der Kopfball von Kenan Karaman aber auch. Muss auch rein. So frei zum Kopfball. Bülters Chance war aber die größere. Das war auch eine witzige Szene in der Mixzone. So ein bisschen behind the scenes habt ihr ja auch. Ihr da draußen ganz gerne. Simon Terodde stand da angeschlagen, wie ich sagte, naseblutig in so einer Mixzone. Und dann sprachen wir ihn auf diese Bülter-Szene an, weil Simon Terodde war zu dem Zeitpunkt schon ausgewechselt. Und der sagte ganz klar, ja, war abseits. Also von daher nehmen wir das drüber, ne? Und da haben wir gesagt, wie abseits? War kein Abseits. Also der Tor hätte gezählt. Da guckte der so, wie der Tor hätte gezählt. Oh, ich muss in die Kabine, ich nehme den jetzt hops. Also die Stimmung war auch in der Mixzone sehr gelöst. Das ist ja so ein Beispiel davon. Und es war halt schon, konnte man schon sehen, da stimmt es in der Truppe. Und, Wer war für dich bester Spieler? Habe ich gerade schon gesagt, also für mich Matriciani. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich den vorher so ein bisschen nicht ganz so gut gesehen habe und so eine Frage ist zwischen Anspruch und Wirklichkeit oder zwischen Einschätzung und Wirklichkeit, aber der war für mich gestern wirklich bärenstark. Wobei, klar, Bülter Kral, logisch, kann man beide nehmen. Einer Spieler des Spiels, der gestern gar nicht gespielt hat, aber der trotzdem ein bisschen für Wirbel gesorgt hat, Überleitung. da kriege ich gleich Kuchen für diese Überleitung. War Ralf Fährmann, der ein bisschen im Mittelpunkt stand wegen was anderem. Erzähl mal, was war los? Ja, normalerweise müssten wir jetzt auch einen Kuchen hier sehen. Ja, es war eine Geschichte, die die Kollegen aufgegriffen haben. Also muss man schon sagen, also die Schlagzeile, ich glaube, darüber haben wir jetzt alle gelacht. Ne? Ja. Kuchenärger in der Schalke-Kabine. Also das war eher so eine Sache zum Schmunzeln, wobei ich glaube nicht, dass Ralf Fährmann das jetzt so lustig fand. Und zwar ist es ja so, dass in den Umkleidekabinen der Profimannschaften, anders als jetzt in der Kreisliga oder so, da steht jetzt nicht nur so eine Kanne Tee und in der Halbzeitpause kann sich jeder einen nehmen, sondern da steht natürlich auch komplette Verpflegung und da gibt es ja Ernährungskonzepte und so. Unter anderem steht da auch ein bisschen Kuchen und Streuselkuchen meistens. Dem Bericht zur Folge der Kollegen hat sich Peter Knebel, der Sportvorstand, über die Professionalität von Ralf Fährmann geärgert, dass er vor dem Spiel und während der Halbzeitpausen etwas zu viel Kuchen zu sich nimmt. Also ich nehme auch mal ein bisschen zu viel Kuchen zu mir, ne? Oder? Also sieht man aber. Ja. Aber um das Ganze abzurunden, du hast dann mit seinem Spielerberater. Ja, mit seinem Berater und er hat das sehr suffisant kommentiert. Also den Spruch habe ich wirklich hinterher so, ja, das hat er nicht wirklich gesagt und so. Und was war denn da los? Und er hat es also so kommentiert, indem er dann zu mir gesagt hat, Ralf wird keinen Kuchen mehr essen und Schalke somit zum Klassenerhalt verhelfen. Ja, Amen. Schon nicht schlecht. Amen. Und Marius Bülter hat gestern auch noch einen draufgesetzt. Und zwar, als er in der Mixzone auf seine Chance, die wir gerade thematisiert haben, angesprochen wurde, sagte er, ich habe halt ein Stück Kuchen gegessen. Ja, also es ist ein Thema, also wer weiß, wie wir jetzt drüber reden würden, hätte Schalke 1-2 verloren, dann hättest du mich wahrscheinlich gefragt, hat das jetzt für so viel Wirbel gesorgt, dass die Mannschaft sich nicht mehr konzentrieren konnte? Ja, aber und so schmunzeln wir ein bisschen drüber. Ja, wobei, wie geschickt ist das von Peter Knebel, das so öffentlich zu machen, kann man ja mal hinterfragen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es so öffentlich war, aber Okay. Gut, Strich drunter. Genau, Strich drunter. Da ist dann doch eher amüsant und an die Schlagzeile Kuchenärger, wenn wir uns noch so ein bisschen aber zurückerinnern. Peter Knebel ist ein gutes Stichwort. Bayern steht jetzt Samstag an, dann geht es in die lange WM-Pause und dann öffnet auch irgendwann der Transfermarkt. Im Januar, glaube ich, ne, bis zum 31.01. Schalke hat ja bereits angekündigt, dass sie nachjustieren wollen und wird das dann jetzt eigentlich alles Peter Knebel machen oder steht zuerst mal eine andere Personalie an, also erstmal einen Manager zu holen? Also im Moment sieht es aus, als ob Peter Knebel das macht. Das macht ihm auch doch mehr Spaß, als ich dachte, weil er sich ja eigentlich eher als Stratege sieht, als Kaderplaner. Aber er hat halt ein Team unter sich. Ne? Er macht das zusammen mit seinem Vertreter, der heißt René Grotus, mit André Hechelmann, dem Chef-Scout. Dann darf Asamoah noch ein bisschen mitreden. Hat also sich ein Team zusammengestellt und sie suchen gerade. Also ist jetzt nicht so, dass erstmal Sportdirektor auf 1 ist,
Wenn sie einen finden, übernimmt er natürlich, aber das ist natürlich schwierig mit der Suche. Ne? Da geht immer wieder dieses, wer passt wirklich nach Schalke? Ist derjenige verfügbar? Wie teuer ist der? Wie viel verlangt der? Was möchte der? Inwiefern möchte er mitreden? Da sind also ein paar Fragen und die dauern ein bisschen zu klären. Du kannst ja nicht irgendwie auf Ewigkeiten auf den Sportdirektor warten und dann das andere verstreichen lassen. Dann kommt der Sportdirektor und sagt, ach so, übrigens Chef Scout, was du bisher veranstaltet, das mag ich nicht so, ne? Ist eine sehr diffizile Personalie, deswegen sucht Schalke schon. Und da wird sich schon einiges ändern. Also vor einer Woche saßen wir hier, am Sonntag saßen wir hier. Und da haben wir gesagt, vielleicht wird Arid verkauft heute Abend. Und inzwischen ist klar, Amin Arid bringt eine fixe Ablöse von 5 Millionen. Davon kann Schalke natürlich nicht alles behalten. Ja. Ein Teil geht an den Berater, ein Teil geht an Arid selbst, ein Teil geht in die Tilgung von Darlehen. Aber schon, da bleibt schon eine siebenstellige Summe übrig. Dann hat Schalke noch ein paar Gelder. Also Schalke hat schon ein bisschen was, um zu investieren und will Spieler abgeben. Da ergibt sich dann natürlich eine Summe, die man verwenden kann, um den Kader so ein bisschen umzugestalten. Und Schwächen sind natürlich offensichtlich. Man muss da gucken, was man in der Innenverteidigung macht. Ne? Natürlich kommen im Januar ein paar Spieler wieder zurück. Und du darfst natürlich auch kein Überangebot haben. Aber ich finde, du brauchst halt schon wirklich einen starken, schnellen Innenverteidiger, weil das hat Schalke aktuell nicht. Da musst du gucken, dass du im Sturm vielleicht noch eine Alternative zulegst. Offensive Außen, also ich glaube schon, dass die 3-4 Spieler noch auf dem Zettel haben, würde ich schon sagen. Kursieren auch schon Namen oder ist es noch viel zu früh? Es ist dafür noch viel zu früh. Also natürlich werde ich auf viele Namen angesprochen, aber da jetzt ein Urteil zu treffen, wäre dann doch etwas zu unseriös. Der einzige Wermutstropfen des doch sehr euphorischen Abends gestern ist ja, du hast es ganz zu Beginn schon angesprochen, dass im Grunde fast alle Mitkonkurrenten auch dreifach gepunktet haben. Also Schalke konnte keinen Boden gut machen, sondern eigentlich nur den Status quo von vor dem Spieltag halten. Und jetzt kommt ausgerechnet Bayern. Das ist so echt so ein Stimmungskiller. Ne? Also ich wünsche mir, irgendwie lieber Augsburger, aber ich wünsche mir jetzt gerne Augsburg, und wo ich mir dann doch deutlich mehr ausrechne als gegen München. Ne? Ja, man sagt jetzt natürlich immer gerne, wenn du die Bayern kriegst, dann jetzt. Ist es so, weil quasi die gesamte Mannschaft des FC Bayern will in einer Woche in Katar auf dem Platz stehen. Und jetzt ist die Schalker Mannschaft unter Thomas Reis, geht schon ein bisschen mehr auf die Socken. Das ist mir jetzt schon aufgefallen. Ohne jetzt zu sagen, dass die jetzt kloppen oder unfair spielen. Du hast gerade gesagt, sie sind viel enger an den Leuten. Das führt natürlich dazu, dass einige viel härtere Zweikämpfe geführt werden. Da gibt es dann auch mal 3-4 gelbe Karten. Die Fouls steigen an. Die gegnerischen Trainer sagen, und zum Beispiel Ole Werner von Werder Bremen hat das gesagt, aber die Schalker sind aber schon ganz schön auf den Rücken gesprungen und so. Ne? Und das gehört auch zum Erfolg, den Thomas Reis aktuell hat, dass er den Spielern sagt, hier, gib mal ein bisschen näher ran. Ne? Höre ich da leichten Optimismus raus? Es ist Bayern München. Ne? Also Bayern München hat Mainz 6-2 weggehauen, hat Bochum 7-0 weggehauen, hat jetzt Werder Bremen 6-1 weggehauen. Ja. Also man hätte es auch gegen Bremen gesehen, sie führen zur Pause 4-1 und dann sind halt Anfang der zweiten Halbzeit, haben die halt ihre wichtigsten Spieler alle ausgewechselt und geschont. Darin liegt die Hoffnung, wenn man zurücklegt, dass die Bayern wahrscheinlich nicht bis zur 90. Minute komplett durchziehen werden. Das glaube ich schon. Aber die Bayern müssen natürlich schon auf einen Stand von 60% runter. So dieses, boah, die gehen auf die Socken, haben wir keinen Bock, wir wollen alle in Katar spielen, Saison war lang, mal kurz Schonung. Und sonntagsmorgen sitzen die schon im Flieger nach Frankfurt und fliegen dann mit der Nationalmannschaft weg und so. Ne? Sie müssen darauf hoffen, dass sie am Anfang ein bisschen was überstehen, dass sie die Bayern ein bisschen reizen können und dass sie selber halt komplett über sich hinauswachsen. Warum gibt immer wieder Mannschaften gegen Bayern gewinnen? Bochum letztes Jahr, dann gewinnt Mainz mal gegen Bayern, die verlieren mal in Augsburg. Warum klappt das bei Schalke nie? Seit Jahren kommt Bayern in die Arena und es gibt verlässlicherweise immer eine Packung. Auswärts auch. Ja, aber was habe ich nie alles gesehen in letzter Zeit? Ja. 0-7, ja, genau. 0-8, 0-5, irgendwie sowas. Weil eben das in den bisherigen Spielen nicht der Fall war, dass die Bayern in den Spielen gegen Schalke mal bei 50-60% waren. Und Schalke es geschafft hat, durch die eigene Spielweise mal lange 0-0 zu halten. Ich kann mich auch daran erinnern, dass eigentlich immer irgendwie in den ersten 10, 15 Minuten es hieß, der FC Bayern geht in 1-0-Führung, Torschütze Robert Lewandowski. Das war eigentlich so Standard in den vergangenen 10 Jahren. Der ist natürlich auch nicht mehr da. Also es muss schon sehr, 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 sehr viel für Schalke laufen. Aber Thomas Reis hat vor einem Jahr, du hast es angedeutet, es geschafft, die Bayern zu schlagen. Also er weiß, wie es geht. Klammern wir mal das Bayern-Spiel aus und dann kommt leider die WM-Pause. Aber spätestens danach hoffen wir, dass unser kleiner Kevin Kurani hier noch sehr viel häufiger jubelnd auf unserem Tisch sitzen kann. Andi, vielen Dank für den Talk heute. Ja, gerne. Matthias, dir auch.
Wir wünschen euch noch eine gute Woche. Viel Spaß am Samstag gegen Bayern. Wir sind Sonntag wieder da. Glück auf. Glück auf. Glück auf.